Servus und hallo, willkommen bei Luxify bei einer neuen Weekly Session. Und wir hatten jetzt schon lange keine Weekly Session mehr. Das liegt daran, dass ich unterwegs war, dass ich relativ viel unterwegs war in letzter Zeit. Irgendwie haben, keine Ahnung, alle Firmen gedacht, wir packen jetzt alles in den Spätsommer rein, bevor es im Herbst keine Ahnung was gibt. Ich weiß es nicht, jedenfalls wenig Zeit, Video zu produzieren. Heute endlich mal wieder komme ich dazu. Wo war ich überall? Ich war zum Beispiel auf Madeira, dort im ja wahrscheinlich legendärsten Hotel, das es dort gibt, dem Reed's Palace. Das sehen wir hier, das ist an der Küste von Funchal. Und da gab es schon sehr, sehr viele sehr berühmte Gäste, unter anderem Sir Winston Churchill hat dort immer genächtigt. Und ich war in seiner Suite drin tatsächlich, ich durfte mich da mal kurz umschauen. Auch sehr, sehr beeindruckend, sehr geschichtsträchtig, sehr viel Historie spürt man überall. Das hat mir extrem gut gefallen. Auch sehr schön, es gibt unten dann am Meer gibt es nochmal einen Poolbereich. Da sind früher die Gäste angelandet worden, wenn sie von den Kreuzfahrtschiffen mit so kleinen Schiffen übergesetzt wurden. Und dann sind sie dort angekommen und dann mussten sie erstmal die ganzen Treppen hoch. Heute gibt es einen Aufzug, heute ist das alles einfacher und man kann auch einfach von der Straße rein. War damals halt noch nicht so. Warum war ich überhaupt da? Es gab ein Gourmet-Festival dort und das war das The Art of Fusion war das. Und es war natürlich nicht The Art of Fusion, weil The Art of Fusion ist Hublot. Bei Hublot war ich auch, aber es ist ein anderes Thema. Ist aber lustig, weil es beides LVMH ist, also sowohl Hublot als auch Reed's Palace, weil Reed's Palace gehört zur Belmont-Gruppe und die Belmont-Hotel-Gruppe, die gehört wiederum zu LVMH. Wir kommen später auch nochmal zu LVMH, das sei nun mal schon mal vorweg gesagt, aber wir bleiben jetzt beim Gourmet-Festival, was natürlich nicht die Art of Fusion, sondern die Art of Flavor heißt. Das würde hier auch stehen, hätte ich mal dahin geguckt. The Art of Flavor, das waren 7 Michelin-Star-Chefs plus 2 Rising Stars plus etliche andere Köche, die um den Pool-Area dort gekocht haben bei allerschönstem Wetter. Wirklich Glück gehabt, am Tag drauf hat es geregnet, aber an dem Abend war alles wunderbar und perfekt und warm und schön. Also ganz großartig, um den Sommer noch mal ein bisschen zu verlängern. Also falls ihr da irgendwie was sucht, dieses Hotel ist tatsächlich ein Besuch wert. Es gibt einen Afternoon Tea, der ist auch sehr, sehr legendär. Kann man auch mit einem schönen Glas Champagner beginnen. Es gibt natürlich noch einen extra Bericht darüber auf Luxify später. Den verlinke ich euch, wenn er dann online irgendwann ist. Online ist auf jeden Fall schon ein anderer Bericht. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Da geht es um das Omega-Museum in Biel. Ich war ja zu Besuch noch im alten Omega-Museum. Dann gab es ein neues. Dann kam Corona und man konnte nicht hin. Oder ich konnte nicht hin. Auf jeden Fall jetzt war ich dann endlich dort. Und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein sehr schönes Museum, sehr schön kuratiert. Es gibt tolle Stücke dort zu sehen. Also für jeden Uhrenfan und natürlich für jeden Omega-Fan insbesondere ist das schon sehr, sehr spannend dort gemacht. Müsst ihr mal hin. Es gibt auch noch ein Swatch-Museum oben drüber. Da war ich leider nicht, da hat die Zeit nicht gelangt. Sollte man aber wahrscheinlich auch nochmal mit anschauen, wenn man dort ist. Eintritt ist frei. Alle Infos, alle Daten und viele, viele Bilder findet ihr natürlich auf Luxify. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Dann war ich noch in Le Brassu, natürlich bei Audemars Piguet. Und da habe ich mir das neue Hotel angeguckt, das Hotel de Logère. Und das ist wirklich so irre, wie es aussieht und wie ich mir das schon vorher dachte. Aber da live zu sein und das alles live zu sehen, ist schon sehr, sehr, sehr stark. Allein das Hotel ist eigentlich schon eine Reise wert. Wenn ihr mal dort seid, unbedingt reinschauen, unbedingt vorbeischauen. Ich habe zusätzlich noch sehen dürfen die Manufaktur, aber nicht die in Le Brassu, da wird ja gerade ausgebaut, da kommt die Arc, also ein Rundbogen, der die Kapazität nochmal deutlich erweitern wird. Nein, ich war in Le Locle in der neuen Manufaktur, das ist ungefähr 1,5 Autostunden entfernt von Le Brassu. Und dort, das Ganze hat seinen Ursprung in den Atelier von Renaud et Papy. Die kennt ihr wahrscheinlich, weil die haben unglaublich viele Komplikationen entwickelt und entsprechend werden dort auch die Komplikationen von Audemars Piguet hergestellt. Monsieur Papy durfte ich persönlich kennenlernen. Der hatte eine sehr, sehr spannende Uhr, die RD3, die jetzt neu rauskam, als Prototyp mit weißem Blatt. Das fand ich schon mega, mega cool.
wie das aussah. Natürlich hat Renaud Papy für viele Hersteller gearbeitet. Wenn man da reinkommt in die große Halle, dann hat man 3 Schaukästen, wo die ganzen Werke drin sind, unter anderem für Lange und Söhne und HYT und Cartier, glaube ich, und viele, viele andere mehr. Leider gab es keine Möglichkeit zu fotografieren oder zu filmen. Das war strengstens verboten, musste ich mich natürlich dran halten. Schade eigentlich, weil das wäre schon sehr interessant gewesen. Und natürlich gibt es viele Werke von Richard Mill, die dort konstruiert wurden, entwickelt wurden, gebaut wurden. Und aktuell ist es so, dass man wirklich für 2 Firmen herstellt, nämlich natürlich für Audemars Piguet die Komplikation und auch für Richard Mill. Das heißt, man kann sich dann das so vorstellen, dass dann an einem Schreibtisch, an einem Uhrmachertisch sitzt jemand und schraubt halt die Komplikation für AP zusammen und am nächsten sitzt dann jemand und schraubt an der Richard Mill. Das ist schon ganz schön zu sehen. Grundsätzlich ist diese Manufaktur ein echter Wahnsinn. Aufgrund des Baus, so zackig raus, hat eigentlich jedes Atelier dort Licht von 3 Seiten. Das ist komplett lichtdurchflutet, viel natürliches Licht, alles sehr, sehr clean, sauber, sehr, sehr schön gemacht. Warum waren wir da, beziehungsweise warum war ich da? Aber ich war natürlich nicht alleine da, sondern ich war Teil einer internationalen Gruppe, die da vorbeigeschaut hat. Es ging um die Neuheiten. Audemars Piguet hat Neuheiten vorgestellt, und zwar alles komplizierte Uhren, hauptsächlich im Tourbillon, wie eben die RD3, die ja quasi das Tourbillon in die flache Royal Oak bringt, ursprünglich mal für 41 mm Gehäusegröße gedacht, dann kamen wir auf 39 mm, jetzt zur 50-Jahres-Kollektion, jetzt eben 37 mm. Ein bisschen größer natürlich ist eine Uhr, die euch sicherlich schon im Internet begegnet ist, das ist der ewige Kalender, jetzt in Keramik, blauem Keramikgehäuse und mit blauem Keramikband. Den habe ich auch gesehen, der ist blau, der ist sehr blau, der ist wirklich sehr blau. Das ist ein Blau, was schon toll ist, was aber, sage ich mal, nicht wirklich dezent ist. Was ich spannend fand, war das Gewicht der Uhr. Es war deutlich gewichtiger, fühlbarer am Arm, als ich das jetzt von Keramik erwartet hätte. Vielleicht aber auch durch die vielen Stifte im Band oder keine Ahnung, warum das so ist. Jedenfalls fand ich das sehr gut vom Gewicht und von der Art, wie es gemacht wurde, von der Finissage mit den ganzen Kanten, Anglierungen, mit den Satinierungen und polierten Flächen und so weiter. Schon sehr, sehr irre gemacht. Also wirklich 1:1 wie die Metall Royal Oaks. Das Blau, das findet man nochmal wieder in einer anderen Uhr, nämlich in der Code 1159. Und ich weiß, Code 1159, das ist immer so ein Thema. Aber man muss sagen, das, was aus dieser Kollektion jetzt in den letzten 3 Jahren erwachsen ist, ist schon ziemlich beeindruckend. Und vor allem diese Uhr hier, das ist die Code 1159 Tourbillon Skelett aus Weißgold und elektrisch blau. 50 Exemplare, Mittelteil, wie gesagt, diese blaue Keramik wieder und innen drin geht es blau weiter mit verschiedenen Blautönen. Die sind teilweise, wurde da lackiert, teilweise wurde da im Atomic Layer Deposition Verfahren und teilweise im Chemical Vapor Deposition Verfahren das Blau aufgetragen, beschichtet, was auch immer. Fragt mich bitte keine Details dazu, ich bin kein Chemiker, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Was ich sagen kann, ist, man sieht hier die ganzen innenliegenden Kanten, 70 V-Kanten im Inneren, alle handpoliert, weil das die Maschine nicht so hinkriegen würde, wie man das halt von Hand hinkriegt. Also viel Handarbeit da drin. Es gab dann noch 2 weitere Code-Modelle. Code 1159 Flying Tourbillon Automatic Chronograph in Roségold mit Mittelteil wiederum aus schwarzer Keramik. Auch ein ziemliches Meisterwerk, wobei ich sagen muss, die Blaue hat mich dann doch ein bisschen mehr fasziniert. Und das fand ich sehr, sehr schön, Flying Tourbillon Automatic. Sehr, sehr schlicht, Weißgoldgehäuse, wieder mit Gehäusemittelteil aus schwarzer Keramik und einem Onyxblatt ohne irgendwelche Indexe drauf. Ganz schlicht, also für mich wirklich so optisch die edelste Variante, die es von der Code 1159 bisher gab. Deutlich brachialer geht es zu mit der Concept.
Und zwar der Royal Oak Concept Flying Tourbillon GMT. Die gab es schon mal. Die ist jetzt neu mit grüner Keramik und Titangehäuse und grünen Akzenten. Die allererste Concept, die ist ja zum 30-jährigen Bestehen der Royal Oak rausgekommen 2002. Wir haben jetzt, feiern ja jetzt 50 Jahre Royal Oak. Das heißt, es ist also in dem großen Jubiläum quasi auch ein kleines Jubiläum für die Concept-Uhren. 20 Jahre eben. Das hier, das ist tatsächlich aus der ersten Serie die Concept. Die hat man uns gezeigt. Das fand ich sehr, sehr schön, sowas mal live zu sehen. Noch schöner fand ich aber diese Uhr live zu sehen. Das ist die Royal Oak, die Jumbo, die 5402ST. Was ist jetzt so besonders an der Uhr, werdet ihr euch fragen, außer dass das Zifferblatt ein bisschen Patina hat. Dazu muss man sich die Rückseite ansehen, denn da steht Nummer A2. Zweites Modell aus der A-Serie, die zweite produzierte Royal Oak Jumbo. Die Uhr war, vielleicht erinnert ihr euch, dieses Jahr bei Philips in der Auktion, hat über 1 Million Schweizer Franken gebracht und hier ist sie und ja, muss sagen, das hat mir ganz gut gefallen. Die Bilder selbst sind leider nur so semi, ich war so überrascht, dass ich nur schnell mein iPhone zückte und die Kamera war eigentlich auch dabei, aber irgendwie, keine Ahnung, ich war so verloren in dem Moment. Ja, iPhone, gutes Stichwort. Habt ihr schon das neue iPhone? Neue iPhone 14 Pro Max. Wenn ihr auf richtig geile Wristshots steht, dann überlegt euch das besser nochmal, ob ihr das Ding kauft, weil was das angeht, ist die Kamera tatsächlich noch schlechter als beim 13er iPhone, was ja schon schlechter war als das 12er, also jeweils die Pro Max Version. Ich weiß nicht, was Apple da macht. Es ist wirklich tragisch. Anscheinend macht dort keiner Wristshots in Cupertino. Was ja auch durchaus Sinn ergibt, weil ganz ehrlich, wahrscheinlich tragen da eh alle nur Apple Watch und warum soll man da einen Wristshot von machen? Das ergibt keinen Sinn. Und deswegen haben sie wahrscheinlich nicht gemerkt, dass so gut die Kamera auch sein mag für irgendwelche Landschaftsaufnahmen und für Porträtfotografie und für Videofilmen und für Nightshootings, was auch immer. Ich habe es alles noch nicht ausprobiert. Aber für Wristshots sind nichts, leider. Da bleibt es beim iPhone 12, das werde ich also auch weiterhin mit mir mitschleppen. Wie gesagt, immer die Pro Max Version ist gemeint. Aber ich schweife ab, wir waren ja bei AP und bei dem Besuch stand auf der Agenda ein Talk, ein Gespräch mit Michael Friedman. Das ist ja der Head of Complications bei Audemars Piguet und dieses Gespräch fand so nicht statt, jedenfalls nicht mit ihm. Und warum fand das nicht statt mit ihm? Es gab da keine offizielle Info und damit sind wir mittendrin in der Gerüchteküche. Ja, also, keinerlei bestätigte Angaben jetzt, alles nur Gerüchte, die aktuell im Raum stehen. Und zwar Michael Friedman soll AP verlassen, beziehungsweise sogar schon verlassen haben. Und das ist, wenn es denn stimmt, ein Hammer, denn wir erinnern uns, der CEO François-Henri Benamias, der verlässt das Unternehmen Ende 2023 und auch Jasmine Audemars hat ihren Rückzug angekündigt oder ist, glaube ich, sogar schon weg. Sie ist ja die Urenkelin des Gründers oder eines der beiden Gründer von Audemars Piguet, nämlich von Jules-Louis Audemars. Und sie ist Präsidentin des Verwaltungsrates, also war Präsidentin des Verwaltungsrates. Auch sie ist weg und jetzt Michael Friedman. Was ist da los bei AP? Und es kommt noch besser, denn auf Frau Audemars folgt Herr Bogliolo, Alessandro Bogliolo. Der ist jetzt der neue Präsident des Verwaltungsrates oder wird es jetzt werden. Und der kommt ursprünglich von Bulgari und hat 2017 bis 2021 bei Tiffany gearbeitet als CEO. Das heißt, es ist ein LVMH-Mann, der bei Tiffany maßgeblich daran gearbeitet hat, die Übernahme von LVMH über die Bühne zu bringen. Und der ist jetzt bei AP. Und so viele andere verlassen AP. Und da ist jetzt natürlich die Frage, die im Raum steht,
wie bringt man das alles zusammen? Beziehungsweise nennen wir die Sache doch einfach, benennen wir sie doch beim Namen. Wird AP von LVMH übernommen? Was ist da dran? Ich wollte es natürlich wissen. Natürlich hat man mir nichts gesagt. Eh klar. Man sagte nur, dass er, also Herr Bogliolo, ja lediglich Präsident des Verwaltungsrats sei und nicht etwa CEO und auch nicht klar sei, was für Stimmberechtigungen er da hat. Also alles so ein bisschen fraglich und ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Wirtschaftsjournalist, eigentlich gar keiner. Ich denke mal, es wäre schon anderen aufgefallen, wenn da irgendwas im Busche wäre und dann hätte man auch was drüber gelesen. Da man das nicht hat, ist vielleicht doch weniger dran, als man das jetzt vermuten könnte. Aber trotzdem, irgendwie geht es mir nicht so ganz aus dem Kopf. Und wir werden sehen, ob sich da was ergibt und wie es da weitergeht. Ich denke mal, das bleibt spannend. Was tun wird sich sicherlich bei Patek Philippe. Da hatten wir letzte Session schon drüber gesprochen. Es kommen Neuheiten, definitiv. Ob da eine Nautilus dabei sein wird, weiß ich immer noch nicht. Aber man munkelt immer mehr, dass es so sein wird. Am 18. Oktober jedenfalls wissen wir mehr. Da hatte ich einen falschen Termin, glaube ich, gesagt das letzte Mal. Es ist der 18. Oktober jedenfalls, an dem die Neuheiten lanciert werden. Und es werden einige sein wohl wieder. Die sind definitiv nicht in dem Druckwerk drin, was gestern mich druckfrisch erreicht hat. Und das ist der neue Uhren-Exklusivkatalog. Den hatte ich letztes Jahr schon vorgestellt, jetzt gibt es schon wieder eine neue Version, es geht so schnell das Jahr um, es ist der Wahnsinn. Es ist für mich, und das klingt jetzt alles so ein bisschen wie Werbung, aber es soll keine Werbung sein, es ist für mich wirklich das Nachschlagewerk übers Jahr, wenn ich halt mal mich informieren will über Uhren von Marken, die halt nicht so in meinem täglichen Fokus liegen. Das erste Mal, und das fand ich ganz witzig, deswegen wollte ich euch das auch zeigen, das gab es, glaube ich, noch nie. Das erste Mal haben wir hier Swatch drin. Gab es, glaube ich, noch nicht. Die Moonswatch macht es möglich. Und natürlich gibt es auch, und insofern ist es dann doch wieder ein bisschen Werbung, vielleicht schreibe ich hier einfach mal Werbung auch dazu, es gibt einen Artikel von mir, wie immer eigentlich über Rolex, da könnt ihr noch mal ein bisschen was nachlesen, was es so dieses Jahr gab, das ist also auch mit dabei. Rolex, ja Mensch, was ist denn jetzt eigentlich mit der Preiserhöhung, werdet ihr sagen, wir haben jetzt Ende September, es ist immer noch nichts raus, es ist immer noch nichts offiziell, kommt zum 1.10. eine Preiserhöhung, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, ich kann euch nur sagen, es kommt ziemlich sicher eine Preiserhöhung, denn ich hatte das Thema gerade neulich mit jemandem besprochen aus der Schweiz. In der Schweiz sind die Uhren wohl trotz niedrigem Mehrwertsteuersatz teurer als hier in Deutschland. Das kann natürlich auf Dauer nicht so sein. Insofern ist nicht die Frage ob, sondern nur die Frage wann. Ob jetzt zum 1.10., 1.11., vielleicht auch erst 1.12., man weiß es nicht, aber irgendwas wird kommen. Ich schätze mal in den üblichen 5-6% Ausmaß, wie das die anderen Marken auch gemacht haben. Aber es kann gar nicht sein, dass da nichts kommt. Wie gesagt, die Frage ist nur wann, aber man kann das relativ entspannt sehen, weil man kommt ja eh nicht an die Uhren zurzeit und insofern eh schon wurscht. Bei 11% lag der Mehrwertsteuersatz 1978. Am 29. Juni ging da eine Rolex Daytona in München über den Ladentisch, nach vielen Jahren, die sie da als Ladenhüter vorher verbracht hat. Es war eine Handaufzugs-Daytona natürlich mit dem Exotic Dial, heute als Paul Newman Dial bekannt. Und diese Uhr ist ins Forum gewandert. Und da gibt es einen wunderbaren Thread zu, der heißt Münchner Geschichten. Und den Thread verlinke ich euch. Da solltet ihr unbedingt mal reinschauen, denn ich finde, das ist so mit eines der Foren-Highlights dieses Jahres gewesen. Denn es ist nicht nur die Uhr, sondern es ist ein Riesen-Set und eine Riesengeschichte drumherum. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Schaut rein, sowas gibt es nicht alle Tage zu sehen. Viel Spaß beim Schmökern. So, damit sind wir auch schon
ja, am Ende unserer heutigen Weekly Session. Es gibt noch ein paar Sachen, über die ich reden wollte mit euch. Das machen wir dann beim nächsten Mal, damit es heute nicht so lang wird, dass ich das Ganze hier noch schneiden und hoffentlich noch hochladen kann, dass das alles klappt. Wenn euch das heute gefallen hat, freue ich mich natürlich wieder über eure Kommentare. Ich freue mich über euer Like. Beste Rolex aller Zeiten, ihr wisst, ne? Und abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon habt. Lasst euch benachrichtigen, damit ihr nicht verpasst, wenn es wieder was Neues gibt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende und genießt die Zeit. Gehabt es euch wohl, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.